Hallo Zeller-Freunde und Zeller-Freundinnen, es geht weiter mit Zeller 2. Wir bewegen uns jetzt Richtung Schatzpalast. Richtung Schatzpalast, auf geht's! In der letzten Folge habe ich mir genau hier einen guten alten Zauber geholt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr ja gleich mal da oben klicken und das nachholen, wie wir uns den Zauberspruch Zauber geholt haben. Ja, gut, gehen wir mal raus hier und zocken mal weiter Richtung Schatzpalast. Aber vor dem Schatzpalast müssen wir uns noch was holen, nämlich den letzten Herzcontainer. Der letzte Herzcontainer fehlt uns noch. Das geht ja gar nicht, dann sind wir voll aufgebaut. Apropos voll aufgebaut, diese Folge wird nicht gesponsert von Treu und Arbeit am Morgen. Treu und Arbeit am Morgen. Jawohl, die beste Morning Show ever. Community College Studenten wissen das. Alle anderen müssen es nachsehen. Ja, Community, ganz großartige Folge. Serie. Mit leider viel zu wenig Folgen. Wir haben voll ein. Die gute alte Dame hier. Holen wir uns noch ein bisschen Magiesaft. So. Schlupper, schlupper. Voll aufgemagiet. Ja, jetzt schauen wir mal wieder zurück durch diesen Geheimgang. Und vielleicht nehmen wir uns ein paar Punkte mit. Ein paar Punkte mehr werden nicht so schlecht. Wow, wieso? Ah, ich glaube, ich muss hier. Ich kann hier gleich mal ein bisschen grinden. Na, okay, komm, blöde Spinne. Spinne, Spinne. Ja, 5 Punkte bringst du. 5 lächerliche, 5 popelige, grausliche Punkte. Das bringt es ja irgendwie nicht so. Ah, das war die falsche Taste. Ah, wollte ich drücken. Und gibt es hier noch Gegner? Ja, die bringen gut Punkte hier. Come on. Weg, 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 weg. Ah, die blocken gut. Warum blocken die so gut? Uah. Come on. Ja, ein bisschen grinden. Immer so zwischendurch so ein bisschen grinden. Ist bei Zelda 2 echt eine gute Idee, weil da braucht man nicht so viel am Stück machen immer. Und so grinden am Stück so richtig viel ist schon zach. Da ist die Magiedame. Na, ich schau lieber zur Lebensdame. Gab's nicht auch eine Lebensdame? Bist du die Lebensdame, die mich mitnimmt und meine Energieleiste steigen lässt? Jawohl, das ist sie. Danke dir. Tschüss, Papa. Weiter geht's. Gut, das reicht jetzt aber an Grind. Ich grind jetzt nicht mehr weiter. Ich schaue jetzt echt zurück zur Höhle und schaue, was ich vielleicht an Punkten so mitnehmen kann. Aber laut Zelda Europe, der besten Komplettlösung im ganzen Land, braucht man Level 8 für den Dungeon, für Magie und Leben. Das habe ich eigentlich. Also sollte ich eigentlich gut durchkommen. Volle Herzcontainer habe ich auch. Also spricht eigentlich nichts dagegen, das hier zu schaffen. Uah. Nein, ich möchte jetzt keine Energie verlieren, Junge. Ja, ja. So viel zum Thema. Ich nehme noch ein paar Punkte mit. Ah, diesen Deppert. Die mag ich nicht. Die kann ich nämlich nur mit Zauberfeuer zerstören, sonst nicht. Und. Ah! Nochmal. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich spiele das Ganze am Emulator mit Safe Games. Also wundert euch nicht, wenn ich einfach mal so auf die schnelle Axt nach hinten springe, so wie jetzt. Weil ich kein Leben verlieren möchte und weil ich das Ganze schön machen möchte. Na, ich habe nach unten gehauen und ich haue nach unten, ich krieg trotzdem einen Treffer. Ach, das ist wirklich ein Krampf. Ein Krampf. Ein Krampf ist das. Wie wir Wiener sagen würden. So ein Krampf. Das ist nicht gemütlich. doch noch einen Treffer bekommen. Nein, einmal probiere ich es noch.
So. Ah, instant nochmal gekillt. So, hüpfe mich drüber, du Blödi. Geblockt. So, dann lasse ich die hinter vorbei. Super. Ah! Na, ich schaff's nicht ganz ohne Treffer zu kassieren. Macht nichts. Macht nichts. Macht gar nichts. So, da, jetzt müssen wir mal Richtung Wüste schauen. Und da kommt schon wieder der nächste. Ah, da kann ich zaubern. Jawoll! Guter Move. Guter Move war das. Dass ich hier Magie getankt habe. So, da, ich schau mal da runter. Irgendwo in der Wüste müsste ich da was finden. So, jetzt einfach alle. Er stinkt alle nach Urin. Leider. Ah, so grauslich. Ah, geh weg, 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 weg mit dir. Geh doch weg und du bist. Ah. So. Ich mag keine Gegner. Stehe ich dazu. Ah, okay. Hier sehe ich die drei Steine. Die muss ich suchen, weil bei den drei Steinen ist der Schatzpalast. Der Schatzpalast ist dort versteckt bei den drei Steinen. Ich hab den. Wieso habe ich den jetzt getroffen? Ah, weil der das Auge offen hatte. Ah, aber das ist irgendwie 150 Punkte bringt er. Naja. Dafür habe ich ziemlich viel Leben verloren. Nicht so lässig. Nicht ganz so lässig wie gedacht. Gut. Lasst uns weitermachen. Wir müssen suchen die Herzcontainer. Und die Herzcontainer, die sind da irgendwo versteckt. Da am Rand. Irgendwo da am Rand muss ein Herzcontainer versteckt sein. Ah, da ist er schon. Der gute alte Herzcontainer für den Link. Yes! Volle Power, maximale Lebensanzahl. Nicht maximal aufgepowert noch, von den Erfahrungen her, aber maximale Lebensanzahl. Gut, richtig gesund unser Link wieder. Ist eigentlich gar nicht schlimm, dass ich da vorhin ein bisschen Leben verloren habe. Wieder alles gut. Gut, jetzt suchen wir die drei Steine auf. Wir suchen die drei Steine auf. Die drei magischen Steine spielen die magische Melodie. Und da ist der Palast. Und wofür brauche ich jetzt einen Schlüssel? Weiß man nicht. Wird sich noch zeigen. Ich glaube, das wird sich ziemlich bald zeigen. So, da schauen wir mal. Ist da was versteckt in diesem... Oft ist ja in diesen Statuen was versteckt. Ist das hier auch so? Ja, ist so. Aber ich brauche es nicht. Wie geil ist das eigentlich, dass ich es nicht einmal brauche? Einmal Schild. Schadet ja nicht. Nehmen wir uns das. Gut. Ja, schauen wir nochmal nach rechts. Und da geht's schon runter in den Palast hinein. Eigentlich wollte ich die Folge einfach nur bis hin zum Palast machen, aber jetzt sind wir schon da. Das ging ein bisschen schneller als erwartet. So was. Aber auch. Na, schauen wir uns den mal ein bisschen an. Wir schnuppern mal rein in den Palast. Wir schnuppern mal rein in den Palast. So. Da sind Punkte auf der Seite. Lecker Schlecker. Soll ich da hingehen? So, ich schau mal was. Ich schau einfach mal, was Zelda Europe dazu sagt. Was sagt Zelda Europe eigentlich dazu? Was soll ich tun? So, ich hol mir das mal hierher und schaue nach. Gut. Was steht da? Da steht bla 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 bla. Steht da hier in der Wüste bei den drei Steinen Flöte spielen. Habe ich gemacht. Dann hin benötigst du den magischen Schlüssel aus der versteckten Stadt. Habe ich. Check. Für diesen harten Weg solltest du mindestens Magieangriff auf Stufe 8 haben. Check. Und von den Standort aus nach rechts zum Aufzug fahren und mit ihm nach unten, bis es nicht mehr weitergeht. Okay, also nicht hier aussteigen, sondern bis ganz nach unten, bis es nicht mehr weitergeht. Machen wir das. Schauen wir bis ganz nach unten, bis es nicht mehr weitergeht. Gut. Und da brauche ich jetzt den magischen Schlüssel. Ja. Weil ich habe ja keinen. Was ist, warum kann ich dann nach rechts gehen? Weiß man nicht. Gut. Ja, wir haben voll aufgebaut. Schauen wir mal da. Schauen wir mal, was geht. Gehen wir mal nach rechts. Ui. Ah! Den mag ich nicht.
den mag ich definitiv nicht. Die sind die Dinge, die... Soll ich den jetzt gleich mal wegbrezeln, oder? Ich schau mal vor. Ich bin feig. Ich schau mal vor, was passiert. Ich speichere mich hier ab und schau vor, wie das hier aussieht. Okay, kriege ich gleich eins auf die Schnauze. War irgendwie klar. Okay, da kommt dann so einer. Und da oben gibt es nichts zum Holen, oder was? Finde ich irgendwie ungewöhnlich. Ah, da könnte ich einfach nur hüpfen von oben drüber gehen. Wenn mich der Zauberer zu sehr stört. Okay, das schaffe ich auch so. Gut, probieren wir es jetzt mal. Das war die Proberunde und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich muss versuchen, mich von diesem blöden Zauberer nicht killen zu lassen. Okay, der blöde Zauberer ist weg. Wenn, wahrscheinlich spawnt er immer vor mir, oder? Spawnt er jetzt vor mir? Nein, tut er nicht. Axt! Okay. Voll in die Schnauze bekommen, den Dreck. Geh weg! Geh weg! Come on! Geh weg! Nein! Hör auf, hier zu spawnen! Ach. Wieso kann sich der nicht ein bisschen hier verpissen? So. Da von da und weiter. Und... Ah, der kriegt mich. Der macht natürlich genau den Hüpfer, wenn ich ihn mache. Ah, und wenn ich nicht hüpfe, dann trifft er mich. Okay. Das heißt, ich mache den Hüpfer vor ihm und mach Hüpf und räum eins drauf. Okay, ich muss ihn richtig treffen. Okay, ein Treffer kassiert. Und ich muss ihn zweimal treffen. Ich muss ihn irgendwie zweimal treffen, ohne einen Treffer zu kassieren. Ja, ducken bringt nichts, okay? Ducken bringt nichts. Und geh noch ein nach. Ja! Yes! Genau so. So wird das gemacht. So wird weggeschnetzelt. Ah, der hier. Also die schießen dann. Kann ich den da in den Abgrund rauen vielleicht? Ja, kann ich, aber dafür kriege ich keine Punkte. Hm, finde ich nicht so gut. Ich hätte lieber die Punkte gern. Aber interessant, dass der... Dass er dann wieder langsam wird. Das wusste ich eigentlich nicht. Zwei Treffer eingesteckt. Nein, das muss... Ich möchte es mit maximal einem Treffer kassieren schaffen. Fast! Dreck! Das Kampfsystem, ich liebe das Kampfsystem. Viele hassen es ja. Ja, der letzte! Mit dem letzten haben wir noch getroffen. Du Knörlitschka! Nichts Besseres eingefallen. Ah. Ja, harte Schimpfworte zu verhindern. Ist manchmal alles andere als leicht. So ein Dreck. Gut. Ah, okay. Zweimal zwei Treffer hintereinander und dann eingesteckt, leider. Einmal. Geh weg. Ja, okay. Kriege ich halt nicht die Punkte. Mei, aber dafür habe ich auch keinen Treffer eingesteckt. Ist okay. Ist okay. Da komme ich ohne Sprung drüber? Glaube ich irgendwie nicht so. Schau mal. Doch, geht. Geht. Ich habe so das Gefühl, da oben wäre vielleicht was versteckt, aber... Hä? Ich habe doch gar keinen Schlüssel. Oder brauche ich jetzt keinen Schlüssel, weil ich den magischen Schlüssel habe? Macht er alles auf? Macht er vielleicht wirklich alles auf? Das nervt jetzt ein bisschen hier.
Tatsächlich, der magische Schlüssel macht alles auf. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Interessant. Das ist ein Geheimgang. Noch ein Geheimgang? Noch ein Geheimgang? Der unendliche Geheimgang. Okay, genug geblödelt. Der unendliche Geheimgang. Du mit bla bla bla. Schauen wir mal auf Zelda Europe, wie es hier weitergeht. Okay, ich muss hier weiter nach rechts gehen und springen über die Abgründe mit Hilfe des Zaubers springen und halte dich rechts. Öffne die Tür mit Hilfe des magischen Schlüssels und stell dich deinen Feinden. Überklimme die Stufe und lasse den Aufzug hinter dir stehen. Okay, gehen wir mal so weit wie möglich nach rechts. Nach rechts gehen, Linky. So. Du schwellst jetzt auch wieder nicht. So, du stirbst jetzt. Vielleicht oben drüber und dann... Nur so eine Idee. Aber Punkte macht man dann halt so keine, wenn man einfach nur oben drüber rennt. Gar nicht so schlecht. Ich habe ihn getroffen. Vielleicht soll ich ihn jetzt einfach beruhigen lassen. Ich lasse ihn sich beruhigen. Jetzt soll mal schön runterkommen, der Junge. Der blaue schießt... Jetzt schießt er ohne Ende. Was geht denn ab mit dir? Jetzt ist er richtig sauer, glaube ich. Und kann ich ihn jetzt einmal treffen, ohne dass ich ihn runterhaue? Schauen wir mal. Ah, nein. Nein. So, 1, 2, 3. Ein Treffer. Ich glaube, ich brauche nur einen Treffer. Komm. Komm schon. Ja. Ah, ich brauche 2 Treffer. Verdammt. Ich hüpfe runter, warte auf die richtige Gelegenheit. 1, 2, 3, 4 und... Ah! Komm, schon, stirb, du Axt! Der Einzige, der hier stirbt, bin ich. So, 3, 4 und... Ah, und reingelaufen. Ganz weit vor. 1, 2, 3, 4 und Angriff! Man müsste nach dem Angriff vielleicht... Ja. Uah, flüchten? Ich bin so feig. Ich bin wirklich so feig, Leute. Okay. Leute, die das ohne Abspeichern durchspielen, werden mich auslachen. Macht aber nichts. Ich kenne genug Leute, die Zelda 2 gar nicht durchgespielt haben, weil es ihnen zu schwer ist. Also. Nein, immer noch. Wie viel Leben hat der Hund eigentlich? Eins. Eins. Ah, geh. Jawohl! Yes! Ganz schön viel Arbeit für 150 Punkte. Okay, aber ich bin bald auf 3000 Punkten hier. Und 3000 Erfahrungspunkte ist dann schon ganz nice. Dann brauche ich nur noch 5000 bis zum nächsten. Das heißt, ich würde es vielleicht in den Dungeon schaffen, das nächste Level zu erreichen. Das würde ich mir dann ein bisschen grinden vom nächsten Dungeon sparen. Das wäre schon sehr cool. Das wäre schon richtig, richtig fein. Ja, was ist da jetzt wieder los? Das ist irgendwie... Uah! Dreck! Hört auf, mich abzuschießen. Hör auf, mich abzuschießen. Wie soll das gehen? Also, das Schwierigkeitsgrad von Zelda 2 ist echt nur noch mit lächerlich zu betiteln. Lächerlich schwer. So, es ist doch wie zum...
Soll das gehen? Nein! Ich möchte gern so springen, dass ich es mit dem Schild block. Und dann brezelt mich der Junge wieder weg. Das ist doch kaputt, Leute. Das ist doch kaputt. Verdammt, wie schwer. Ach, sofort einen auf die Schnauze bekommen. Okay. Ah, die... Oh, ah, Hilfe. Ah. So, da. Das hole ich mir. So, da. 50 Punkte sind 50 Punkte. Sind wir schon den 3000 noch näher gekommen. Da ist ein P-Sack. Ein gut alter P-Sack. Soll ich mir den holen? Ich meine, ich kann das ja jetzt leicht machen, weil ich habe ja nichts zu verlieren mit meinem Abspeichern hier. Aber sonst würde man das wahrscheinlich hier sich 10-mal überlegen, ob das 50 Punkte wert ist hier. Wie viel kriege ich da? 100! Naja, ist okay. So, wie geht's da weiter? Antwort ist gar nicht. Okay, hopp. Ah, der hüpft manchmal so. Schlecht. Der Link, ich sag's euch, hüpfen könnten noch ein bisschen lernen. Was ist das? Warum macht er so ein komisches Geräusch, wenn ich darauf hüpfe? Ist da irgendwas? Was war das? Das war doch so ein Abwehrgeräusch. Und warum hüpft der Affe nicht? Hüpf! Hüpf doch, du. So. Da war doch irgendwas. Da hat's doch. Nein. Da habe ich mir eingebildet. Ich dachte, da hört sich noch irgendwie nach einem Block an. Okay, weiter geht's. Diesen Aufzug sollen wir ignorieren und weiter nach rechts gehen. Na, dann machen wir das einmal. Machen wir da mal einen großen, weiten Jump. Gerade noch. Den lassen wir da unten. Die mache ich ja überhaupt nicht, weil die kann man nicht gescheit blocken. Die mit ihren komischen Fäusteschießereien. Die mag ich auch nicht. Naja, das Level... Es ist gestanden bei Zelda Europe in der Komplettauflösung. Das Level ist nicht gerade das leichteste. Kann man mal nur so bestätigen. Hoppala, was ist denn da passiert? War das jetzt gut, dass das passiert ist? Komme ich da rüber? Das müsste ich eigentlich springen können. Eigentlich, oder? Kurz mal in die Komplettauflösung gelurgert. Oh, ich hätte, glaube ich, hätte da drüber springen sollen. Ah, Mist. Okay. Irgendein Block muss ich da auslassen und drüber springen. Muss man versuchen zu merken, welcher das ist. Ich hüpfe einfach die ganze Zeit. Dann fliege ich vielleicht nicht runter. Okay, nein, so geht's nicht. Ich muss hier mitzählen. Und vielleicht... Ich werde hier wahrscheinlich die Jump brauchen. Ja, ich werde hier Jump brauchen. Machen wir mal. Ich jump gleich in mein Verderben hier. So, Jump, Junge. Was? Nein, das war der falsche Zauber. Dreck. Jump. So. Der burnt jetzt da alles weg, was da ist. Erste Statue. Zweite Statue. Wo fliege ich runter? Bei der zweiten? Oder bei der dritten? Ja. Nach der dritten in der Mitte geht es irgendwo runter. Okay. Nach der dritten in der Mitte geht es irgendwo runter. Merken, merken. Nach der dritten geht es runter. Bah. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welcher Block. So, 1, 2, 3. Ah, zu spät. Okay, es sind so zwei Blöcke. Es sind so zwei Blöcke, die ich noch gehen muss.
Ich sage euch, Leute, das unter Komplettauflösung zu spielen. Boah, das muss... Ah, und ohne... Vor allem ohne Abspeicherung spielen, meine ich. Boah, das muss so hart sein. Ich feiere alle, die das Game mit dem Original-Speichersystem durchgespielt haben. Leute, ihr seid Helden. Ihr seid wirklich Helden. So, eins, zwei. Wo ist das schon der dritte gewesen? Wow, ich glaube, das war schon der dritte. Nein, das war der dritte. Eins, zwei und rückwärts springen! Wow! Was? Ah, jetzt haut mich das da wieder zusammen. Okay. Jetzt geht's weit nach rechts. Ein bisschen Leben verloren. Aber was gibt's da rechts jetzt? Ein Endgegner! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Wow! Junge, was bist du für einer? Wenn's. Okay, so schaffe ich das. Vielleicht wäre Jump. Zauber Jump nicht so doof gewesen. Come on, come on, komm schon, Junge. Du kannst nix. Okay, ich kann auch nix. komm schon. Spieß mich auf, trau dich. Shield. Nein! Ah! Dreck! Ah! Stirb doch! Nein! Ich muss das anders angehen. Nein, ich muss das anders angehen. Ich muss das nochmal machen. Ja, hilft nichts. Ich muss das nochmal machen. Ich habe den leider ein bisschen verkackt. Ein bisschen ist gut. Macht aber nichts. Bis zur dritten Statue gehen, ohne sich wegbrezeln zu lassen, ist die Devise. Gut. Da kommt das Feuer. Das spawnt gleich das ganze Klumpert. Einmal. Zweimal. Dreimal. Eins, zwei und Weitersprung. Und, der hat mich erwischt. Ich muss hier durch. Rüber. Hier speichern wir uns gleich ab. Und jetzt machen wir den. Ich nehme hier Schild. Kostet nichts. Ich nehme hier einmal Schild und einmal Jump. So. Komm her. Au, okay. Jump ist nicht unbedingt das Beste, weil dann springt man vielleicht auch zu hoch. Ja, man neigt dann ein bisschen dazu, zu hoch zu springen. Komm schon. Ja. Weniger weit hüpfen. Na, okay, Jump ist vielleicht wirklich nicht ganz kurz so antippen. Ja, ohne Jump ist so schwer manchmal. Komm schon. Wieso treffe ich nicht? Na komm schon. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Einmal treffen. Zieh ich ihm zwei ab. Das ist gut. Aber. Komm schon. Komm. Uah. Ja. Geht schon. Nochmal. Jetzt hat er voll Leben. Okay, wenn er vom Pferd unten ist, hat er wieder voll Leben. Okay, ich muss das ein bisschen taktischer angehen. Ich habe noch überhaupt nicht getroffen, verdammt. Nein! Taktischer angehen. Bla bla bla. Bullshit, was ich da wieder mal rede. Du bist ein Hänzel. Ein Hänzel ist er. Wo das weiß, dass ein Hänzel. Ax! Wieso? Okay! Ich wusste nicht, dass ich den von oben
machen kann. Jetzt kriege ich einen Schlüssel? Wofür? Ich habe doch den magischen Schlüssel, verdammt. Krieg ich da was? Nein, ich krieg da nichts. Dreck. Jetzt habe ich aber ziemlich wenig Leben. Wow, was haben wir denn hier? Das Kreuz. Das Kreuz haben wir uns hier eingesackt. Wie geil ist das? So, das war's. Die erste Hälfte vom Schatzpalast ist geschafft. Und jetzt gibt's erstmal einen Schluck Kaffee. Gar keine Zeit gehabt und war ganz schön schwer, der Schatzpalast, muss ich schon sagen. Weiter geht's für euch gleich da drüben. Könnt ihr gleich weiterschauen. Die nächste Folge. Wie geht's weiter mit dem Schatzpalast? Ansonsten verlinke ich euch noch was. Wie geht's weiter mit Zelda überhaupt? Könnt ihr da unten gleich weiterschauen. Zelda am Gameboy. Ganz, ganz lecker. Gut, gleich mal weiterklicken und weiterschauen für euch. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann gebt ihr mir noch einen Daumen hoch. Und so ein Abo, habe ich gehört, kostet nichts und ist auch nicht ganz so verkehrt. Bis gleich.